Ein Herzinfarkt kommt plötzlich und unerwartet und jeder Dritte verläuft tödlich. Ein wichtiger Auslöser ist Arterienverkalkung, also verstopfte Blutgefäße. In Innsbruck treffen sich derzeit Mediziner aus der ganzen Welt, um sich im Bereich der Atherosklerose auszutauschen, also jener Gefäßverkalkung, die schwere Herz-Kreislauf-Erkrankungen auslösen kann. Im Visier ist weiterhin das Cholesterin, ein Blutfett, das bei zu hoher Konzentration schädlich ist. Neben ungesunder Lebensweise kann ein erhöhter Cholesterinwert auch genetisch bedingt sein, was Wissenschaftler der Medizinischen Universität Innsbruck untersuchen. Wenn jemand entweder genetisch bedingt oder nicht genetisch bedingt erhöhte LDL-Cholesterinwerte hat, dann ist sein Risiko etwas später im Alter einen Herzinfarkt oder einen Schlaganfall zu bekommen, wesentlich höher, als wenn man das nicht hat. Und eines der Hauptaufgaben, nicht nur dieses Institutes, sondern auch im Rahmen eines österreichweiten Vorsorgeprogrammes ist es, die genetisch bedingten Erhöhungen, die eben in etwa 30.000 Patienten bzw. Betroffene haben, zu finden, zu eruieren, in einem Register zu erfassen und die dann auch einer möglichen Behandlung zukommen zu lassen. Hans Dieblinger ist der Präsident des 84. Kongresses der Europäischen Atherosklerose-Gesellschaft, der zurzeit in Innsbruck stattfindet. Mehr als 2200 Wissenschaftler aus der ganzen Welt kommen zusammen und bringen sich auf den neuesten Stand. Dazu gehören auch aktuelle Erkenntnisse der Innsbrucker Forscher im Zusammenhang mit Lipoprotein A, kurz LPA. Ein weiteres Blutfett, das ähnlich wie Cholesterin die Adern verstopfen kann. Lipoprotein A ist ein weiteres Blutfett, was man in der üblichen Vorsorgeuntersuchung zum Beispiel nicht mitmisst. Es kommt ihm aber eine besondere Bedeutung zu, weil hohe Konzentrationen mit einem erhöhten Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen verbunden sind. Das sind zum Beispiel Herzinfarkte oder Schlaganfälle. Es haben ca. 20% der Bevölkerung erhöhte LP-A-Konzentrationen. Und die 10% der Leute mit den höchsten Werten haben eine Verdoppelung des Risikos für einen Herzinfarkt. Also es kommt ihm dadurch eine besonders wichtige Rolle auch zu, wenn es darum geht, das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen abzuschätzen. Seit 30 Jahren wird in Innsbruck am LPA geforscht. Welchen Sinn es im Körper hat, wissen die Forscher noch nicht. Erhöhte Blutfettwerte, egal ob Cholesterin oder Lipoprotein A, sind eine tickende Zeitbombe. Aufklärung ist wichtig. Einer der bekanntesten Referenten beim Atherosklerose-Kongress in Innsbruck ist Michael Brown. Für seine Erkenntnisse im Zusammenhang mit der Regulierung des Cholesterinstoffwechsels hat er 1985 den Nobelpreis bekommen. I think it's very important. Ich denke, es ist sehr wichtig. Wenn jemand eine Krankheit hat und es gibt keine Behandlungsmethoden, dann kümmern sich die Menschen nicht um die Diagnose, weil man sowieso nichts machen kann. Aber jetzt gibt es Medikamente, um genetisch bedingte Cholesterinerhöhung zu behandeln. Früherkennung ist besonders wichtig, um das LDL möglichst früh zu senken. Bisher hat es kein Bewusstsein dafür gegeben, keine Gesellschaft, die dahinter steht. Jeder weiß um Lungenkrebs in Zusammenhang mit dem Rauchen, aber nur sehr wenige Menschen wissen um die genetisch verursachte Cholesterinerhöhung. Daher sind jetzt Gesellschaften gegründet worden in den USA und in Europa, um das zu ändern. In den vergangenen 30 Jahren ist im Bereich der ungesunden Blutfette viel geforscht worden. Der Kongress in Innsbruck wird auch dazu genutzt, um eine neue Generation von Medikamenten vorzustellen. Außerdem werden neue Richtlinien für die Diagnose und Therapie bekannt gegeben. Ziel ist es, das Herzinfarkt- und Schlaganfallrisiko weiter zu senken.